Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Du siehst, ich bin ungeschminkt und ich habe meinen Haarreifen auf. Das heißt, ich möchte heute gerne ein Schminkvideo mit dir zusammen drehen. Und zwar benutze ich dafür die Pinsel von Mrs. Bella, genauso wie die Lidschattenpalette The Dark Side. Das hast du ja auch wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen. Also ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir wie immer auch natürlich einen Kaffee gemacht. Oh, das muss einfach sein. Das ist so Lebenselixier, ne? Zuallererst benutze ich einen Primer, dann nehme ich den hier von How Cosmetics, den ich jetzt gerade schon schütteln wollte. Und das ist so ein richtig schöner Glow Primer. Der bringt so ein leichtes Strahlen ins Gesicht und das finde ich einfach total schön, wenn man das unter der Foundation trägt. Man kann es auch in die Foundation reinmischen, wenn man es dann halt etwas kräftiger haben möchte. Ich persönlich mag das lieber unter der Foundation. Oh, der ist heute etwas stärker. Meine Jura hat heute ein bisschen gesponnen. Oh, der ist etwas stark, aber gut, so werde ich wenigstens wach, ne? Als Foundation verwende ich heute die von Judith Williams, Judith's Anti-Aging Foundation, Deckkraft, Hautperfektion und Elastizität. Die habe ich schon mal mit euch zusammen etwas intensiver getestet. Die finde ich richtig gut. Und dann nehme ich hier aus dem Mrs. Bella Pinsel Set die Nummer 1, das ist so ein Stippling Brush, und verteile erstmal die Foundation in meinem Gesicht. Okay, also ich hatte noch nie vorher einen Stippling Brush. Der fühlt sich jetzt eher so pieksig an. Muss das so? Weiß ich nicht. Kann sein. Man braucht auf jeden Fall deutlich weniger Produkt mit diesem Pinsel, finde ich. Also weniger, als wenn ich das jetzt mit einem Schwamm machen würde. An meiner Kinnpartie brauche ich etwas mehr Deckkraft. Ich habe jetzt vergessen, vorher Color Correcting zu machen. Ich denke, dass ich vielleicht nochmal gleich nachlegen muss. Das ist ein bisschen blöd jetzt gelaufen. Da hat sich ein Mr. Fred eingenistet. Der muss bekämpft werden. Ich hatte jetzt letztens von meiner Freundin, liebe Maddie, ganz liebe Grüße, den ultimativen Tipp bekommen. Ich weiß nicht, ob man den so öffentlich sagen soll, aber sie sagte, ja, drück dir deinen Pickel aus, obwohl man das eigentlich nicht machen soll, ne? Und dann mach da Nagellackentferner drüber. Was soll ich sagen, es hat bei mir leider nicht geholfen. Unfassbar, ich habe es echt ausprobiert, ne? Naja. Es hat ein bisschen gebrannt, aber es war jetzt nicht so schlimm, wie ich dachte. Aber ich teste wirklich alles, Leute. Ich teste alles. Alles, was ich testen kann, wird auch getestet. So, der Pinsel hat das jetzt alles ganz gut verteilt. Und jetzt nehme ich hier den Buffering Brush und kann da nochmal drüber tapern, glaube ich. Achso, das ist hier. So sieht der aus von Mrs. Bella. Ich weiß nicht, warum da zwei Foundation-Pinsel drin sind oder ob ich mich jetzt vertan habe. Keine Ahnung. Ich verwende das jetzt einfach mal so, wie ich meine, dass man das verwenden sollte. Und den nehme ich jetzt einfach, um die Foundation richtig in die Haut einzuarbeiten. Es ist halt so, dass diese Foundation auch eine sehr leichte Deckkraft hat. Und wenn man das Ganze immer mit Pinseln einarbeitet und nicht mit dem Beauty-Schwamm, dann hast du eigentlich eine höhere Deckkraft. Also das machen Pinsel eigentlich, ne? Ich finde auch, dass es eigentlich so kleinere Rötungen ganz gut abdeckt, aber das, was ich abdecken möchte, wird leider nicht so ganz abgedeckt. Aber vielleicht kann ich das auch mit Concealer gleich hinkriegen. Muss da nicht Color Correcting machen. Mal gucken. Ich teste gleich mal ein bisschen. Da ich die Foundation schon etwas öfter verwendet habe und weiß, dass sie eigentlich bei mir echt gut sitzt, muss ich sagen, dass diese Pinsel das nicht so gut gemacht haben. Wenn du dir zum Beispiel meine Nase anschaust. Ich finde, dass die Foundation da ganz übel aussieht. Das gefällt mir so überhaupt nicht. Null. Nada. Das hat sich jetzt schon fast so ein bisschen abgetragen, ne? Da muss ich wirklich sagen, dass es mir besser gefällt, eine Foundation mit meinen Beauty-Schwämmchen aufzutragen und halt nicht mit den Pinseln. Deswegen gehe ich jetzt tatsächlich nochmal mit meinem normalen Ember Beauty-Schwämmchen drüber, weil ich möchte ja heute auch einfach, ich möchte schön aussehen. Das soll ja ein ordentliches Make-up werden hier. So, dann nehme ich jetzt hier mein Beauty-Schwämmchen von Ember und gehe einfach erstmal nochmal so drüber. Und jetzt muss ich leider noch eine Schicht drüber legen, weil das irgendwie nicht so ganz das Ergebnis ist, was ich mir gewünscht habe. Na guck, das gefällt mir doch schon mal viel besser vom Ergebnis her. Ja. Zum Make-up verteilen, ja. Zum Make-up einarbeiten, nein. Muss ich leider sagen. Ja, Jetzt nehme ich meinen Concealer von Love, den Effectful Eye Pen, Concealer Pen in der Farbe Wake Up Peach. Das kommt wie immer hier mit seinem Puffelding um die Ecke. Liebe Jana, dein Spiegel ist mal wieder am Start.
Bei dem Concealer mag ich, dass er sehr, sehr leicht ist, ne? Also das ist jetzt nicht so ein Concealer, der irgendwie mega stark deckend ist oder so. Der ist sehr leicht, sehr wässrig und dadurch, weiß ich nicht, fühle ich mich auch ein bisschen nicht so, als würde der so schnell in die Fältchen rutschen oder so. Ist halt in dem Sinne auch sehr alltagstauglich und das mag ich einfach sehr gerne. Deswegen verwende ich den wirklich, wirklich ständig. Dann habe ich mir wieder mein Wolkenmuster unter die Augen getupft und ja, blende das jetzt mit dem Make-up-Eye ein. Und ich versuche, meinen Mr. Fred ein bisschen abzudecken. So, dann müssen wir die ganze Geschichte jetzt einmal setten mit dem Manakada Beauty Perfect Schlag mich tot Puder, was man irgendwie nur noch in UK oder in Amerika oder sonst wo kriegt. Voll schade, das war mal mit in der Box. So, erstmal wieder hier kurz setten. Dann gehe ich mit dem Beauty-Schwämmchen nämlich in das Puder rein und gebe mir das dann wirklich direkt unter die Augen, weil ich habe keine Ahnung, wie sehr die Palette gleich krümmeln wird. Dann tupfe ich mir das hier einfach so wirklich drunter. Und für mein restliches Gesicht nehme ich einfach hier so einen Essence-Puderpinsel, gehe da rein und sette das einfach soft ab. Ich sette es soft ab? Ja, ich fixiere einfach die Foundation. So, die Base sitzt. Für die Augenbrauen verwende ich von Catrice den Eyebrow Stylist in der Farbe Date with Ashton. Das ist einfach so ein Stift und auf der anderen Seite hat er einen Spoolie. Wie die liebe Cindy vom Kanal Rosa87 Lima sagt, meine Augenbrauen sind Geschwister, aber keine Zwillinge. So, dann fixiere ich meine Augenbrauen mit dem 24 Hours Brow Setter von Benefit. Danach sitzen die Augenbrauen echt den ganzen Tag bombenfest. Da bewegt sich kein Haar. Null. Ja, geiles Produkt. So, dann kommen wir jetzt mal zum Teil mit den Augen, mit der Palette von der Mrs. Bella. Ich habe sie falsch rumgehalten, ne? So sieht sie aus. Das ist The Dark Side und ich bin extrem gespannt, wie die so performt. Die soll ja hammergut sein. Mal gucken. So sieht die Palette von innen aus. Du hast da einen großen Spiegel oben. Du hast hier die verschiedenen Lidschattenfarben. Das müssten 10 sein. Dann hast du hier einen Highlighter. Und das hier ist, glaube ich, ein Blush. Den werde ich mal austesten. Ist sehr geruchsneutral. Und als erstes würde ich jetzt mal einen Lidschattenprimer verwenden. Den habe ich ja von Action. Den habe ich dir auch in meinem Action Haul und in meinem Full Face Action Make-up gezeigt. Das ist hier von Max & More der Eyeshadow Primer. Der ist feuchtigkeitsspendend und fixierend. Als erstes fixieren wir dann mal die Base mit dem Pinsel Nummer 5 und der Farbe Cloud. Das ist die hier. Dann nehme ich mir den Pinsel Nummer 7. Das ist so ein Smudging Brush, aber ein bisschen fluffiger als ein Smudging Brush. Das finde ich sehr angenehm. Und dann nehme ich die Farbe Warm Sand. Und gebe ihn mir in die Lidfalte als Basis-Lidfaltenton quasi. Hui, die Pigmentierung ist sehr schön. Da musst du nicht viel arbeiten, ne? Die Farbe ist schon direkt da. Schön. Ich ziehe den auch immer sowohl hier dann in mein äußeres V mit rein, weil es wirklich jetzt die Basis für alles ist, was da gleich kommt, ne? Und ich gehe auch gerne noch ein bisschen höher, damit die Übergänge auch später etwas weicher sind. So, mit meinem Catrice Brush Cleanser mache ich die Pinsel zwischendurch immer mal wieder sauber. Das nimmt das Pigment einfach raus und dann kannst du einfach in die nächste Farbe reingehen. Das ist total praktisch, ne? Also es ist noch ein bisschen verfärbt, aber das ist jetzt nicht so, als würdest du das Pigment dann wieder mit in die nächste Farbe nehmen und das vermischen. Weißt du, was ich meine? Ja, ne? Mit der Farbe Storm, das ist dieses dunkle Braun, vertiefe ich meine Lidfalte nochmal. Auch mit demselben Pinsel, aber nur ganz, ganz, ganz vorsichtig reingehen und ganz präzise dann in die Lidfalte setzen. Das tupfe ich erst so ein bisschen und dann wird es ganz vorsichtig verblendet. Siehst, ne? Man gibt dann so eine kleine Vertiefung einfach in die Lidfalte. Im Prinzip hast du dann außenrum zu noch Warm Sand und als Vertiefung Storm. Ich finde, das sieht dann immer ziemlich merkwürdig aus, wenn man so aussieht, aber es geht ja noch weiter.
Denn jetzt gehe ich hier mit demselben Pinsel, wieder etwas sauber gemacht, in die Farbe Blood Moon, also Blutmond. Das ist so ein schönes, dunkles Rot in die Richtung so Pflaume ist. Das ist, finde ich, ziemlich cool. Und da gehe ich richtig schön mit dem Pinsel rein und presse mir das auf mein äußeres V. Ich blende das auch noch ein bisschen in die Lidfalte mit rein, nur einfach, um von der Farbharmonie das Ganze mehr zu verbinden. Das ist ein richtig, richtig cooler Ton, finde ich. Gefällt mir mega gut. Mega, mega, mega pigmentiert ist diese Palette. Wahnsinnig schön. Mit demselben Pinsel gehe ich hier in diesen Schimmerton, das ist Venus, das ist so ein mega geiles Rotgold. Boah, der sieht, oder Kupfer, der ist so schön. Gehe ich mit dem Pinsel rein, boah, holla. Und presse ihn wirklich hier in mein, oh, ist der schön, in meinen Innenwinkel, beziehungsweise ziehe den auch so ein bisschen noch mit in die Mitte. Und auch ein bisschen wieder in die Crease Richtung Außen. Boah, ist das schön. Und der lässt sich sogar mit dem Pinsel auftragen, ne? Das, finde ich, ist schon eine Leistung. So sieht der Fingerswatch übrigens aus. Ist das nicht der Wahnsinn? Ich gebe das auch noch mal ein bisschen mit dem Finger drüber. Boah, dann wird es noch heftiger. Oh, ich stehe drauf. Oh. Ja, ich eskaliere gerade ein bisschen, ne? Ich hätte es auch dezenter machen können, aber die Farbe gefällt mir gerade so gut. Ja, auf mein Zentrum, was jetzt auch ein bisschen verschoben ist, aber das kriegen wir alles hin, gebe ich mir auch mit dem Finger die Farbe Goddess. Das ist dieses geile Gold. Boah. Ne? Das ist Gold. Mega schön. Oh, das passt so schön. Das ist so harmonisch. Ich blende das auch so ein bisschen mit dem Finger noch so in die anderen Farben mit ein. Unverblendet sieht das jetzt so aus und das gefällt mir schon mega gut. Also von den Farbverläufen ist es echt meins, ne? Das gefällt mir. So, mit dem Pinsel Nummer 8. Das ist so ein kleiner, ja, leichter Blendepinsel und der Farbe Warm Sand. Verblende ich mal hier oben so ein bisschen die Kanten. Wobei da jetzt nicht so viele Kanten sind, finde ich. Also das ist sehr, sehr harmonisch alles. Oh. Natürlich ist der Augenlook noch nicht ganz fertig. Mir fehlt noch ein Augenbrauen-Highlight und ein Inner-Corner-Highlight und der untere Wimpernkranz. Aber so sieht schon mal der Lidschatten-Look an sich aus. Mir fehlt natürlich auch noch Eyeliner und Mascara. Das, was alles so ziemlich fertig macht. Aber ich bin so begeistert. Ich ziehe mir jetzt erstmal einen Eyeliner. Und zwar von Physicians Formula ist das dieser Eyeliner. Hat den Namen Eye Booster, genau. Weil der hat auch noch so ein Wimpernserum quasi mit drin. So, dann mache ich mir mal hier unten Fallout und Puder und hasse nicht gesehen alle weg. Arbeite das so ein bisschen dann auch so ins Gesicht ein, weil war ja nicht wirklich Fallout, von daher kann ich das im Gesicht verteilen. An den unteren Wimpernkranz gebe ich mir die Farbe Blood Moon nach außen hin mit dem Pinsel Nummer 9. Das ist so ein, ja, ne, präziser Pinsel, ein flacher, festgebundener Pinsel. Vorsichtig rein, klopfe ab und presse mir das richtig an. Blende das nach oben hin aus, versuche hier eine relativ gerade Linie hinzukriegen. Verblende auch so unter dem Eyeliner und dann so dahinter. Weißt du? Dann mache ich den Pinsel mal eben ein bisschen sauber, mache das Pigment ab. Tada! Und dann gehe ich in die Farbe Diva, das ist der Ton, und verblende das, mach das an die innere Seite. Natürlich vermischt sich das automatisch mit Venus, den ich ja vorher hatte, wo ich oben etwas eskaliert bin. Das ist aber nicht so schlimm. Die beiden Farben vertragen sich offensichtlich. Als Inner Corner Highlight nehme ich hier den Highlighter Glam. Auch wieder mit dem Pinsel vorsichtig reingehen und als Inner Corner Highlight setzen. Das
das gefällt mir jetzt nicht so hundertprozentig, weil das irgendwie so wirkt, als würde ich mir jetzt so eine Art Augenschatten schminken. Ist irgendwie nicht ganz so hell. So, in Kombination mit dem Lidschattenlook geht es. Dann gebe ich mir auch wieder die Farbe, Gleam heißt das übrigens und nicht Glam, als Augenbrauen-Highlight. Ja, das geht wohl, ne? Jetzt sind wir auch schon bei einem meiner Lieblingsschritte angelangt, und zwar Mascara. Ja, da benutze ich aktuell von EvoEye diesen Volumen-Primer. Der kommt erst runter, da habt ihr wahrscheinlich eben schon gesehen, dass ich den gestern Abend schon drauf gemacht habe. Die Wimpern wirken dadurch einfach so, so toll. Und dann kommt die Paradise Ecstatic Mascara darüber. Die habe ich mir jetzt nämlich auch vor einiger Zeit schon geholt von L'Oreal und die verwende ich jetzt auch. Ja, weil mir meine Catrice leer gegangen ist, das werdet ihr in meinem Aufgebraucht-Video von April sehen. Diesen EvoEye Volumen Primer habe ich gestern Abend schon drauf gemacht, deswegen muss ich das jetzt nicht nochmal machen. Also ich mache das lieber abends, dann kann der über Nacht seine Pflegewirkung machen, dass er die Wimpern pflegt. Und der macht auch wirklich einen schönen aufgefächerten Look. Mega geil, kann ich euch nur empfehlen. Ich glaube, der kostet so ungefähr 20 Euro. Und dann nehme ich jetzt die Paradise Ecstatic Mascara und tusche mir meine Wimpern. Ich liebe es, wenn da Mascara drauf ist, ne? Das ist für mich einfach so, jetzt ist es fertig. Gefällt mir richtig gut. Ich mag die Mascara übrigens auch sehr gerne. Die kann ich euch mega empfehlen. Und ich finde die Lidschattenpalette von Mrs. Bella bzw. von BH Cosmetics auch hammer, 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 hammer geil. Aber da sind ja noch zwei Produkte drin, die wir jetzt gerne zusammen auf meinem Gesicht verwenden werden. Achso, erst muss ich einen Bronzer verwenden. Da nehme ich hier von Physicians Formula den Argan Wear Bronzer. Achso, den mache ich mal auf. So sieht der aus. Da nehme ich jetzt einfach von Ebeline einen Pinsel und bräune mein Gesicht minimal. Also der hat wirklich nicht viel Bräunungskraft, aber ich habe ein krasses Augen-Make-up. Da brauche ich jetzt nicht auch noch im Gesicht zu dunkel gemacht werden. Das ist übrigens auch ein Pinsel, der mir sehr gefehlt hat bei dem Pinselset von Mrs. Bella, ne? Einfach mal so ein Bronzerpinsel. Bronzerpinsel. Ja, warum hat man da zwei Foundation-Pinsel drin? Verstehe ich nicht. Weil nicht jeder trägt ja seine Foundation mit einem Pinsel auf. Hätte man besser das dann so machen können, dass man einfach anstatt von einem, keine Ahnung, von dem Buffering Brush einfach hier so einen Puderpinsel oder halt einen Foundation-Pinsel mit reinpackt. Widmen wir uns dem Blush. Das ist hier Louvre. Dann nehme ich hier von dem Pinselset die Nummer 3. Das ist dieser Pinsel. Ich wusste nicht, welchen ich sonst dafür nehmen sollte. Das ist eigentlich so ein Konturpinsel, aber ne? So, dann kommt jetzt mal der Blush drauf. Ui. Wenn man das mit so einem präzisen Pinsel macht, hat man einfach eine ganz rote Stelle auf einmal da. Mist. Ne, den muss ich eben kurz hier ein bisschen ausblenden. Das ist mir doch zu viel. Auf einer Stelle. Jetzt bin ich da sehr gerötet an der einen Stelle, ne? Das war nicht meine Intention. Aber ich gehe jetzt lieber mit so einem Puderpinsel in den Blush rein. Um das Ganze so ein bisschen großflächiger aufzutragen. Ja, die Fännchengröße ist so lala, ne? Also das ist halt so ein längliches Fännchen für einen Blush. Ich habe lieber so einen Pott, in dem ich drin rumrühre. Und warum bist du jetzt braun? Was ist das? Warum habe ich... Was ist das? Wo komme ich denn her? Von mir wahrscheinlich irgendwo. Habe ich irgendwo was Schwarzes? Oh, ich bin in den Lidschatten Noir mit reingekommen. Ich sag doch, dass es doof ist. Och Mann, so eine Kacke. Ah. Da. Bin in den Lidschatten mit reingekommen. Das ist natürlich echt ungünstig. Oh, das regt mich jetzt aber auf. Das sah so hübsch aus. Mann! Okay. Merke, man solle nicht mit einem großen Pinsel in diesen Blush reingehen. Und wenn, dann nur wirklich außen. Ich nehme jetzt wieder diesen komischen Konturpinsel und trage das hier halt so vorsichtig auf. Aber das finde ich doof gemacht, Leute. Das gefällt mir nicht. Da wirkt der Blush dann halt auch echt fleckig, ne? Wenn man mit diesem
komischen kleinen Pinsel da reingeht und dann hast du ja Produkt dran und dann musst du es ausblenden. Ne, das ist nicht meins. Also den Blush, den werde ich tatsächlich jetzt nicht wirklich weiterverwenden, weil das nervt mich. Wenn ich dann in die Farbe Noir oder Nox reinkomme, das ist ja total bescheuert. Dann hätte man das irgendwie, dass man die hellen Farben mehr so an die Außenseiten macht, dass wenn man da aus Versehen reinkommt, dass es nicht auf einmal einen schwarzen Punkt ins Gesicht zaubert, den man erstmal versuchen muss wegzukriegen. Das ist nervig. Aber mit dem Pinsel Nummer 4, das ist halt hier auch aus dem Mrs. Bella Set so ein Highlighter-Pinsel, gehe ich jetzt in die Farbe Gleam rein. Das ist dieser Highlighter und gebe mir das als Highlight auf. Und ich habe gehört, der soll mega geil sein. Ja, der sieht auch ziemlich geil aus. Also erinnert mich jetzt auch tatsächlich vom Fännchen her an meinen Becker Highlighter. Den habe ich ja in Mini, kann ich ja sogar mal daneben halten. Hier, das ist der kleine, ne, den gab es bei Douglas oder gibt es bei Douglas im Set. Das ist der Opal Highlighter, der mir eben übrigens runtergefallen ist. Auf jeden Fall sehen die beiden sehr ähnlich aus, ne? Ja. Auch auf dem Gesicht wirkt der Gleam sehr, 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 sehr ähnlich und ist halt deutlich günstiger als so ein Opal Highlighter. Ja, doch, ne? Der Highlighter kann was. Es ist wirklich ein Highlighter, den du auch sehr, sehr gut im Alltag tragen kannst, weil er nicht zu aufdringlich ist. Also er ist vom Ton her halt ein bisschen wärmer, aber jetzt nicht so warm, dass ich sagen würde, der wäre mir zu dunkel, ne? Also die Farbe passt sehr, sehr gut und gefällt mir auch sehr gut. So, jetzt möchte mein Näschen noch ein bisschen glow. Und dann kommt jetzt Fixing Spray drüber. Dann nehme ich hier von Revolution das Sport Fix Fixing Spray. Das stinkt wie Hulle, ist aber toll. Also es ist vom Sprüher schön, es ist von der Haltbarkeit schön und das macht, was es soll. Und für die Lippen nehme ich von Rodial Suede Lips. Das hatte ich in einer Glossy Box, glaube ich, drin oder in einer Pink Box. Ich glaube, Glossy Box war das. Das ist die Farbe Big Apple, glaube ich. Jo, ist einfach so ein Stiftchen und den trage ich mir jetzt mal auf. Und der passt doch irgendwie schon ziemlich gut zum Augen-Make-up, oder? So sieht der komplette Look dann auch jetzt nochmal von Namen aus. Also mir gefällt es richtig, richtig gut. Das Einzige, was mir so ein bisschen missfällt, ist halt, dass ich mir den Nox Lidschatten da mal auf die Wange gegeben habe. Kann man machen, ist aber, glaube ich, nicht so effektiv. Ansonsten finde ich die Lidschattenpalette richtig schön. Also da kannst du viel mit anstellen. So schöne dunkle Looks kannst du damit schminken, aber du kannst natürlich auch im etwas helleren Bereich bleiben und dir dann so einen normalen Alltagslook schminken. Aber so gefällt mir das. Mag ich leiden. Ja, ihr Lieben, das ist jetzt der fertige Look zu der Mrs. Bella Palette. Ich muss sagen, die Palette finde ich gut. Die Pinsel sind nicht ganz so meins. Also da hätte ich nicht so ein Pinselset gebraucht. Da hat BH Cosmetics doch definitiv andere. Zum Beispiel das Rose Quartz Set, was ich auch habe, was ich deutlich besser finde und euch wirklich empfehlen kann. Alle Produkte verlinke ich euch selbstverständlich unten in der Infobox. Also alles, was ich finden kann. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Wundervolle Ostern. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Style and Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!